Willkommen zum Asklepios Talk. Ein Beruf in der Pflege ist ohne Zweifel etwas Besonderes und so wichtig. Es gibt aber einen Mangel an Pflegekräften, auch was den Nachwuchs betrifft. Und dagegen muss etwas getan werden und wird auch etwas getan. Darüber spreche ich mit Andrea Armbrust-Müller, Pflegedirektorin, und Vanessa Demmack, Praxisanleiterin an den Asklepios Südpfalz-Kliniken. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo. Inwieweit spüren Sie denn den Fachkräftemangel, insbesondere auch was den Nachwuchs betrifft? Der ist auch sehr groß und man kann wirklich auch die Kurse nicht mehr nachbesetzen. Wir müssen da sehr aktiv sein, weil es ist ein schöner, attraktiver Beruf, sehr flexibel, und man muss eins sagen, man wird nie arbeitslos. Deshalb ist für uns sehr wichtig, dass wir sehr attraktiv das weitergestalten und auch aktiv dabei sind in der Praxisanleitung. Wie sehen denn die Maßnahmen für die Ausbildungsrekrutierung aus, und warum ist das für die Zukunft in der Pflege auch ausschlaggebend? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, da das ja auch die zukünftigen Pflegekräfte dann in den Asklepios Südpfalz Kliniken werden. Das ist ja unser Ziel, und da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir fangen schon sehr früh an. Immer wenn der erste Kurs begonnen hat, sind wir schon wieder aktiv dabei, für den nächsten Kurs zu werben. Und da sind wir intern sehr stark aufgestellt mit Mitarbeiter oder auch extern über verschiedene Firmen, wo wir da dann unsere Logos, unsere Homepage vernetzen in den Bereichen. Wir sind aktiv bei den Schulen, in den Messen, virtuelle oder auch in den normalen präsenten Messen jetzt wieder. Wir machen auch Radiowerbung, also wir sind da sehr gut und sehr breit aufgestellt. Ja, das klingt so. Also Sie wählen unterschiedliche Wege, und das ist natürlich genau richtig in dieser Zeit. Welche Ausbildungszweige bilden Sie denn aus? Also wir bilden 4 Ausbildungszweige aktiv aus. Das ist einmal die Gesundheits- und Krankenpflegehelfer bzw. Helferin, die Pflegefachfrau, Pflegefachmann, die operationstechnische Assistentin und die anästhesietechnische Assistentin. Okay. Welches Tätigkeitsprofil hat denn eine Pflegefachfrau oder ein Pflegefachmann? Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, in welchem Kurs Sie sind. Und wir sprechen hier immer von Kompetenzen. Klar, im ersten Jahr muss man sich erstmal finden in den Betrieb, wie ist die Organisation, also die Schüler auch nahe bringen in die Grundpflege. Also da ist ja auch eine Diskrepanz, Entschuldigung. Und dann gehen wir halt auch in die Behandlungspflege über. Das heißt Infusionen, Medikamentenlehre, bei uns spricht man von Prophylaxen. Das sind dann so Themen. Das baut ineinander auf. Ja. Das klingt auch sehr anspruchsvoll, ehrlich gesagt. Ne? Und sehr vielseitig. Ja, sehr vielseitig auch, auf jeden Fall. Welche Vorteile haben denn die Auszubildenden während der Ausbildung und auch danach? Das ist eine sehr gute Frage, beziehungsweise da ist es auch wieder sehr weitläufig. In der Ausbildung haben sie einen sehr engen Kontakt mit uns als Praxisanleiter. Sie haben auch Praxisanleiter auf den Stationen, wo sie auch sehr eng angeleitet werden. Sie bekommen bei uns auch sozusagen Fahrtgeld für die Schule. Das ist gerade in der heutigen Zeit mit den Spritpreisen auch ein großes Thema. Und sie bekommen interne Weiterbildungen. Okay, und welche Fachbereiche können die zukünftigen Auszubildenden bei Ihnen alles durchlaufen? Internistische Stationen in allen Variationen, chirurgische Stationen auch mit verschiedenen Schwerpunktbereichen, sage ich jetzt mal, verschiedene Funktionsbereiche wie OP, Intensiv, da sind die Schüler immer sehr interessiert dran, und noch viele mehr wie Psychosomatik, Frühreha. Da sind wir auch sehr gut aufgestellt. Ja, das ist genau auch so ein Punkt von uns in Germersheim. Ist auch sehr viel Therapiestation. Ne? Neurologische Frühreha ist ein ganz großes Thema, ein wichtiges Thema. Und es ist auch sehr, sehr interessant für unsere Auszubildenden, weil die lernen dort nicht richtig nur pflegen und auch die Schwerpunkte mit spezieller Pflege, sondern auch therapeutische Pflege. Und das ist auch ein ganz großer Schwerpunkt. Hier im Haus Kandel haben wir die Geriatrie. Und da ist genauso, da gehen sie auch gerne hin, weil die Patienten viel länger liegen dort.
Und die liegen in der Regel zwischen 15 und manchmal auch 19 Tagen. Das ist schon ganz anders. Da kann man auch eine bessere Basis aufbauen. Und vor allem das Erlernte in der Theorie kann man in der Praxis sehr gut umsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das macht es dann auch schon einfacher, dann auch, wenn die viele Fachbereiche bei uns durchlaufen, dass sie dann sagen, nach dem Examen würde ich gerne hier bleiben, aber ich möchte gerne auf diese Station oder in diese Abteilung. Und da muss ich sagen, da steigen wir auch sofort ein und sagen, ja, wir bilden ja aus, um euch zu halten, und bekommen dann auch dieses Wunsch, sage ich mal, die Wunschstation. Und vor allem, sie bekommen einen unbefristeten Vertrag. Oh, okay, das ist natürlich auch ein Pluspunkt. Und es klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig. Es gibt einige Vorurteile in der Pflege. Wie sieht denn die Realität in der Praxis aus? Das ist ein gutes Thema, weil ich nenne jetzt einfach mal ein paar Vorurteile. Man verdient in der Pflege nicht viel. Gerade in der Ausbildung verdient man sehr viel in der Pflege. Im Gegensatz zu anderen Berufen. Man kann sich zum Beispiel nicht weiterbilden. Die Pflege, also der Pflegeberuf an sich, ist die beste Möglichkeit, um sich weiterzubilden über Fachweiterbildungen, kleine Weiterbildungen, große Weiterbildungen, Studiengänge. Also da ist auch unser Arbeitgeber sehr dafür, dass wir uns weiterbilden. Oder auch Essen, Patienten. Pflegekräfte müssen nur Essen anreichen und pflegen, das stimmt so nicht, das spielt so viel mehr, man betreut sie, man muss sich eigenständig organisieren, man ist der erste Ansprechpartner in der Pflege. Und das lernen halt auch die Auszubildenden, die große Verantwortung zu tragen. Und das ist auch ein Lernprozess, das. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass der Beruf sehr, sehr vielseitig ist, und das sieht man an Ihnen beiden. Sie sind auch schon sehr lange in dem Beruf, und ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch und die sehr interessanten Einblicke. Dankeschön.